wunderbar. Oh, Perlen, Silber, Gold. Ich werde wahnsinnig. Komm an, mein Herz, Bruder. Wir sind reich. Wir sind reich. Juhu. In diesem Augenblick rauscht vom offenen Ozean ein wuchtiger Heckraddampfer in die Nordbucht der Eicheninsel. Und auf der Kommandobrücke kein anderer als Bill Kill, der berüchtigste Walfänger zwischen Arktis und Antarktis. Donner und Doria, was sieht mein trübes Glas? Ein Schoner, und zwischen den Felsen dahinter schaukelt ein Boot. Leute, Ruderhalt Backbord! Ich will den Eimer mal beäugen. Und schon schaukelt der Rauchspucker von Bill Kill auf die Donnerwolke zu. Nichts rührt sich an Bord des Schoners. Donner und Doria. Keiner da? Was bedeutet das? Ein Geisterschiff? Ich müsste nicht Bill Kill heißen, wenn ich das nicht aufs Korn nehme. Los, Leute! Ein Enterseil! Mit kühnem Schwung lässt sich Bill Kill auf das Deck der Donnerwolke gleiten. Hart pocht sein linkes Holzbein auf den Planken auf. Doch jetzt, wem sieht er sich plötzlich gegenüber? Hey, Nanu, ein Gespenst? Nein, tatsächlich, ein Vieh. Aus dem Weg da, du Gänserich. Wirklich keiner da. Sehr merkwürdig. Ich werde mal überall Lucky-Lucky machen. So, da hinten, das ist die Kapitänskajüte. Kaum hat sich die Tür hinter Bill Kill geschlossen, da stößt Archibald einen weiteren Schrei aus. Und genau in diesem Augenblick entdeckt auch der alte Gauner die Schatzkarte auf Captain Knallers Tisch. Das ist es also. Goldgräber am Werk. Na, na, von dem Schätzchen kriege ich auch was ab. Das wird gar nicht lange dauern. Hey, Mannschaft! Aufpassen, ich komme wieder rüber! Mach das Beiboot klar! Wir pullen mal nach da hinten zur Höhle. Es riecht nämlich nach fetter Beute. Seid ihr endlich so weit, ihr lahmen Enten? Werft euch in die Riemen! Sonst kommen wir zu spät. Seht, da ist es. Hey, Jim, beweg dich. Raus aus dem Kahn und alle Mann durchs Wasser bis hin. Aha. Und was erspäht mein trübes Glasauge? Nun sieh da, mein liebster Freund, der Rotbartknaller mit seiner ganzen Meute. Emsig wie die Bienchen beim Schatzheben. Aber nicht mehr lange. Und er ahnt nichts. Gleich machen wir die Mausefalle dicht und bitten dann zur Kasse. Die Idee könnte von mir sein. Los, hier, rollt den Felsbrocken vor den Eingang. Verschließt die Höhle. Und wenn dann die Flut kommt, wir brauchen nur noch abzuwarten. Hurra! Hoch, liebe Bill Kill! Bei allen sieben Seeteufeln, was war das? Hilfe, Captain, da stimmt was nicht. Ja, meine Nase juckt. Das bedeutet Kummer. Captain, wir sind eingesperrt. Und in einer halben Stunde kommt die Flut. Was, Poseidon? Welcher Strolch hat uns denn da einen Felsborgen vor den Höhleneingang gerollt? Vielleicht ein Walfisch. Quatsch nicht. Los, Freunde, ran an den Speck, Steinchen wegschieben, sonst werden wir gewässert wie ein Hering aus dem Salzfass. Na los, kommt. Aber alle Anstrengungen sind vergeblich. Der Brocken rückt und rührt sich nicht. Schon schießt Wasser durch die Ritzen der steinernen Gefängnistür. Immer höher steigt die Flut. Draußen amüsiert sich Bill Kill königlich und sieht sich bereits als den reichen, lachenden Dritten bei der Schatzbergung. Ha! Da! Da! Die Flut ist da! Flut?
Es geht uns an den Kran. Los, Captain. Captain, wir müssen uns alle auf die Schatzkiste stellen. Vielleicht steigt auch das Wasser gar nicht bis zur Decke. Ich will aber zu meiner Mami und nicht zum Fischen. Was? Haltung, Kameraden. Ein Seemann geht aufrecht unter. Oder lasst euch was einfallen. Doch plötzlich denkt der Captain nicht mehr an sein Ende. Er hat etwas entdeckt. Und nun... 1000 Tigerhaie! Da oben! Ja. Über uns sieht! Da ist ja eine zweite Höhle! Nicht zu fassen! Halt mal kurz die Schultern stramm, Digga! Ich klettere mal rauf! Ja, aber mach schnell! Ja. Komm! Siehst du was da oben? Und ab! Sand! Sand! Nichts als trockener Sand. Was? Ja, da ist das Wasser also noch nicht bis hier aufgestiegen. Ah, wir sind gerettet! Ja. Alle Mann hoch! Los, nach da oben hin! Los! Das wäre geschafft! Eigentlich ein gemütliches Plätzchen hier. Potz Poseidon. Und nun können wir in Ruhe den Haifisch abwarten, der uns diesen Schlamassel beschert. Noch müssen einige Stunden vergehen, bis die Flut wieder der Ebbe weicht. Aber dann ist es soweit. Bill Gill macht seine Männer munter. Grinsend wälzen sie den Felsbrocken am Höhleneingang zur Seite. Weg damit! So, und mir nach, Matrosen. Wir haben nichts mehr zu befürchten. Gleich gehört der Schatz bei die Kette zu uns. Vorwärts! Erst vorwärts! Seht da! Gold! Diamanten! Perlen! Ja. Jetzt lasse ich mir einen Felsfuß aus Gold gießen! Doch die Gauner ahnen nicht, dass sie von oben beobachtet werden. Captain Knaller und seine Freunde sammelten in aller Eile die dicksten Steine, die sie in ihrer luftigen Höhle finden konnten, um sie gleich als Wurfgeschosse einzusetzen. Psst! Gleich schlägt der schwarze Riese zu. Los, Leute, jetzt! Gebt Feuer! Du Geierzinken, ich wässere dich wie einen Hering und schneide dich in Streifen. In ganz Glück, Kleine. Noch hast du mich nicht rotbart. Rennt, Jungs, ehe uns der alte Krake noch einholt. Los, rennt. Bill Gill, da hast du uns was eingebrockt. Vom Teufel mit seinem dämlichen Goldschatz. Meine Koje war mir wohler. Los, keine Sprüche, lauft. Los, Jungs, springt runter. Raus aus dem Loch hier! In der Nähe! Ja. Halt! Ich komm nicht durch! Lass mich nicht hier! Oh, nicht zu fassen! Mach bloß mal eine Hungerkur, Quimbo! Dein dicker Bauch vermasselt uns noch alles! Bist du bald durch mit deiner Taillenweite? Los, bitte! Ja. Zieh! Ich zieh! Ja, zieh. Ich zieh! Da vorne rennt der Schuft der Halunke und wir kriegen ihn womöglich nicht! Ja. Jetzt! Gerettet. Na dann los, Männer. Jetzt hinter dem Kerl her. Los, komm. Er kommt uns. Ach, schmeißt ihm doch ein paar Felsbrocken nach. Na, hier sind aber keine. Na, dann, da ist doch die Schatzkiste. Nehmt doch da was raus. Nein. Wartet, halt. Ich hab schon was. Blitzschnell schleudert Captain Knaller einen faustgroßen Stein hinter dem flüchtenden Bill Gill her. Blubbernd fliegt der alte Gauner vor dem Höhleneingang ins seichte Wasser. Und im selben Augenblick erwischt ihn auch der herbeigeflatterte Archibald genau an der empfindlichsten Stelle seines Hosenbodens. Nein! Oh! Nein! Ja, schrei nur, alter Junge. Schrei nur. Ja, so kitzlig bist du noch nie baden gegangen, was? Ja, das kommt vom Schatzsuchen. Los, Jungs!
Bindet ihn, damit er keine Dummheiten mehr macht. 1000 Tigerhaie. Für uns war das Wasser noch nie so goldhaltig wie heute. Bei allen 7 Seeteufeln. Und nun wird erst mal Geld gezählt.